Hey ho, ein Lebenszeichen zwischendurch. Ich wollte nur mal Bescheid sagen, dass ich jetzt schon mehrmals versucht habe, ein Video hochzuladen. Und zwar vor 12 Tagen schon ungefähr. Am 27.06. habe ich ein Video aufgenommen und das versuche ich jetzt schon seit mehreren Tagen hochzuladen. Sowohl YouTube als auch Odyssee erlauben es nicht. Habe natürlich ein paar Inhalte reingepackt und von ein paar Vorträgen. Habe die schön geschnitten und entweder ist es das, was nicht erlaubt ist, oder die paar Worte, die ich gesagt habe, das schätze ich mal eher weniger. Weil ich habe jetzt nichts Großartiges und Schlimmes und Kritisierendes gesagt. Also scheint es eher der Inhalt von diesen Vorträgen zu sein. Ich werde es aber trotzdem mal verlinken. Und hier nur ganz kurz, dass ihr schon mal Bescheid wisst. Im Hintergrund, ihr werdet es gleich sehen, im anderen Video habe ich auf so einem Stapel Holz gesessen. Das habe ich jetzt die Tage, jetzt hier als Beweis, seht ihr es, das ist weg. Habe es schön zum Teil gehackt und zum anderen Teil einsortiert. Und ja, viel Spaß mit dem Video. Ah, und als Beweis, dass heute ist der 9.7. Wahrscheinlich wird das Video erst morgen oder übermorgen dann hochgeladen werden. Zelensky war, glaube ich, am Donnerstag in Bulgarien, danach in der Türkei. Und gestern, am 8.9., hat Elon Musk auf seiner Seite gesagt, dass die Welt jetzt enden wird. Ja, und genau, nur so als Beweis, dass heute wirklich der 9.7. ist, könnt ihr gerne auch mal recherchieren. Und ansonsten alles Gute, alles Liebe. Schaut jetzt euch gerne das Video an und alles weitere dann die Tage nochmal. Ciao, ciao. Und wieso Zelensky wahrscheinlich bald aufhören muss, blende ich hier gleich mal ein Bild ein. Wenn einem die Rohstoffe ausgehen, ist nicht einfach. Ich werde dann gleich auch noch mal ein paar Bilder hinzufügen, um zu zeigen, wie es dann aussieht, wenn das Holz gehackt ist und wo es dann gelandet ist. Ich habe so einen kleinen Unterbau sogar gebaut. Die Bäuerin hier meint sogar, dass es aussieht wie auf so einer Waldorfschule. Da war ich ganz froh und stolz drauf, als sie das gesagt hat. Aber hier seht ihr, das Holz ist weg. Lag hier. Und ja, ich werde dann auch die kommenden Tage dann auch noch mal was zum Urlaub gegen Hans sagen. War ja noch nicht ganz fertig, 2 Teile sind schon draußen. Aber ich denke mal, noch ein 3. und 4. Teil wird es dann auch noch geben. Alles klar. Ciao. Stay tuned. Willkommen bei einer neuen Folge Zombie TV. Heute ist der 27.06.2023. Gerade Sonnenuntergang. Ich habe jetzt gerade die paar Sonnenstrahlen genossen, die zwischen der Wolkendecke durchgekommen sind. Wie ihr wisst, ja, war ja in den letzten Tagen sehr gewittrig und schauerhaft. Und ja, ich habe die letzten Wochen damit verbracht, die Sonne zu genießen. Deshalb habt ihr wenig von mir gesehen. Vielleicht könnt ihr es auch ein bisschen sehen an meiner Hautfarbe. Es waren ja echt prachtvolle Temperaturen. Ja, und was in den Medien natürlich da von sich gegeben wird, möchte ich jetzt gar nicht drauf eingehen. Ja, vielleicht blende ich das ein oder andere Bildchen mal ein oder Kurzvideo von so ein paar
Leuten, die darüber berichten. Aber ich selbst enthalte mich als kleiner Beweis, dass heute wirklich der 27.06. ist. Ja, wünsche ich der Vera Maria alles Gute zum Geburtstag. Und in den Medien wird ja gerade von Tief Nikolaus gesprochen, dass er jetzt die nächste Gewitterfront und die Schauerfront mit sich bringt und dass er schuld ist. Ja, immer diese schöne Schuldfrage. Und ja, Glückwunsch nochmal an die Vera. Alles, alles Gute. Und ja, die kommenden Tage, mal schauen, wer da auch noch Geburtstag haben wird. Werde ich mich dann auch nochmal dazu äußern. Wie ihr seht, hängt hier auch wieder der rote Faden. Für die, die einen roten Faden brauchen. Und ja, heute, das wird ein ganz kurzes Video. Ich wollte mich einfach nur mal wieder melden, ein Lebenszeichen von mir geben. Mir geht's gut. Allerdings passieren natürlich ganz, ganz viele Dinge im Hintergrund. Und ja, es wird natürlich ganz viel auch daran gearbeitet, dass ich diese Videos nicht machen kann. Ja, ich habe jetzt mein drittes Smartphone praktisch, ja, ist gegrillt worden. Ein anderes muss ich jetzt wieder zurückgeben. Also mir werden praktisch die Telefone zur Verfügung gestellt, ja, was ich ja irgendwo gut finde, weil auf Dauer kann man sich die ganze Scheiße nicht leisten. Und ja, um euch nur zu sagen, ich habe jetzt gerade letzte Woche mein altes Smartphone mal rausgeholt und habe ja, ein paar Bilder aus der Vergangenheit mir angucken wollen, um zu schauen, was ich euch noch so weiter präsentieren kann. Ja, weil ihr wisst ja, ich war ja in Bosnien, bei den Pyramiden. Bei meinem Papa die Story möchte ich euch ja auch erzählen. Und da habe ich mir ein paar alte Bilder angeguckt. Und während ich mir die Bilder angeguckt habe, ist das Handy einfach so ausgegangen und danach nie wieder an. Ich war schon beim Spezialisten, habe das Handy auch schon zur Reparatur geben wollen, aber die sagen mir, da ist nichts zu machen. Ja, ist ein bisschen merkwürdig und seltsam, ja, weil, ja, selbst, egal, anderes Thema. Es gibt ganz, ganz viel zu berichten. Ich werde mich die nächsten Tage nochmal melden und ja, ich werde jetzt das ein oder andere Bildchen jetzt hier nochmal einblenden, damit YouTube und ihr Zuschauer mich nicht ganz vergesst, damit ich präsent bleibe. Und ja, YouTube braucht ja Content und ich werde jetzt noch das ein oder andere, was meiner Meinung nach wichtig ist, dass ihr das auch wisst, jetzt hier noch einblenden. Und ja, viel Spaß dabei. Also Leute, das ist wieder das Allergeilste, was man hier erlebt. Deutschland ist weit und lebt und dann noch in der Deutschen Bahn. Also folgendes, hier ist die Klimaanlage ausgefallen und es sind geschätzt wahrscheinlich 32, 33 Grad in diesem Abteil. Mich freut es als Halbhitterin, ich habe ja nichts mit der Hitze. Und ihr wisst ja gerade sozusagen den Hitze- und Klimakurs Deutschlands und man denkt ja immer, das sind alles nur Nachrichten, das ist ein Bullshit. Jetzt sind wir aufgefordert worden vom Personal, das Abteil ist unverzüglich zu räumen und das konnte man sich jetzt auch nicht aussuchen, sondern das ist wirklich eine Ansage von der Instanz von oben. Es müssen alle, egal ob sie mit Hitze klarkommen oder nicht, dieses Abteil jetzt räumen und wir haben Wasser bekommen. Und jetzt geht es natürlich gleich wieder los. Ne? Also der Deutsche pöbelt, der Deutsche brüllt, die erst streiten sich und dann wahrscheinlich in 3 Minuten fliegen die ersten Fäuste. Der arme Schaffner ist komplett überfordert. Also Leute, das ist sowas von skurril. Zwangsräumung im ICE wegen Hitze. Das ist alles. Das ist so geil. Das ist so geil. Leute, the shizzle is real. The struggle is real. So, tschüss. Ich muss jetzt leider wegen der Hitze hier auch weiterziehen, sonst kriege ich schon mega hier.
ich damit beantworten, wir müssen anfangen, uns zu wehren. Und dieses Wegkuschen und wird schon und wird irgendwie an mir vorbeigehen, es geht an niemand vorbei. Dieser Staat, wie Herr Kalja in verschiedenen YouTube-Videos auch ganz klar und andere auch, Max Otte und wie sie alle heißen, sehr klar rausgabe, dieser Staat fährt gerade komplett vor die Wand. Und das, was im Augenblick noch verfrühstückt wurde, ist das, was in den 70er, 80er Jahren erwirtschaftet wird. Jetzt wird umverteilt demnächst. Die Grundsteuerreform ist ja nichts anderes als die komplette Erfassung sämtlicher Vermögenswerte. Auch in der EU in Brüssel, auch wenn man das immer wieder dementiert und zurückzieht, da laufen genau diese Erfassung sämtlicher Vermögenswerte. Und die werden dann eingezogen. Dann geht es nochmal 10 Jahre oder vielleicht 5 Jahre weiter mit den eingezogenen Werten, die Generationen erarbeitet haben. Dann kommt der Lastenausgleich, die Vermögensabgabe und dann ist alles weg und dann ist aus. Dann gehen die Lichter endgültig aus. Und wie du sagtest, die Wegzugsbesteuerung, ich würde auch früher, 1933 hat sich mal Reichsfluchtsteuer genannt. Ja, das ist ja derselbe Mechanismus. Man will Leute daran hindern zu gehen. Die stillen Reserven müssen aufgedeckt werden. Das muss man aus dem Cash des Unternehmens zahlen. Das kann man nicht. Dann ist man pleite. Ja, dann werden irgendwelche fiktiven Bewertungen über Maschinen und Immobilien und so vorgenommen. Kein Mensch kann diese Wegzugsteuer bezahlen. Also muss man hier bleiben. Ja, oder man macht den Laden zu und sagt, komm, nach mir die Sintflut. Aber das kann es ja nicht sein. Wir müssen jetzt verdammt nochmal aufstellen. Und wir müssen uns gegen die Figuren, die ganz vorne stehen. Und mein Lieblingsfeind ist da Frau Faeser, unsere Bundesgesinnungsministerin. Die es sich zur Aufgabe gemacht hat, dieses Volk in eine Gesinnung reinzubringen mit ihrem Demokratieförderungsgesetz oder diesem, was sie jetzt über die Antonius-Stiftung da lanciert hat, dass man jetzt jeden denunziert, der nicht irgendwie... Antifeministische Meldestelle. Antifeministische Meldestelle, so ein Wort muss man sich mal überhaupt erst mal vorstellen. Ja? Oder jetzt schließt sich auch die Deutsche Umwelthilfe an und sagt, ihr müsst jeden anzeigen, der irgendwo auf dem Bürgersteig parkt, das müsst ihr alle machen. Also das ist so, das geht schon in die Richtung von 33 rein. Und wenn das die Dynamik gewinnt, wie 33, und wir das nicht stoppen, ja, dann haben wir einen Linksfaschismus in der nächsten Zeit. Und das einzufangen wird sehr schwer sein. Und dann ist es vielleicht besser, die Reichsfluchtsteuer zu zahlen und zu gehen. Das hier auch. Man behauptet, die fossilen Energien wären fossil und die würden auch bald ausgehen. Das glauben ja alle. Ich würde mal sagen, das glaubt jeder. Das habe auch ich in der Schule so gelernt und habe auch ganz lang geglaubt. Und dann habe ich ein Buch gelesen. Und dann habe ich gelesen, überhaupt, wer sich das ausgedacht hat. Das weiß ja auch niemand. Wer hat sich das ausgedacht, dass fossile Energien fossil sind? Das kommt von Michael Lomonosow, 1756 irgendwann. Der hat sich das ausgedacht. Der hat irgendwo einen Baumstrunk im Kohleflöz gefunden und hatte gedacht, aha, die Kohle ist also aus irgendwelchen alten Bäumen dann entstanden. Ein gigantischer Irrtum. Schon Humboldt, der 1800 Südamerika bereist hat, hat es schon widerlegt. Der hat nämlich die Ölquellen da in Peru oder frag mich, wo das war, besucht und hat schon diese Theorie widerlegt. Und wir glauben das bis heute. Und dann habe ich dieses Buch gelesen von Professor Thomas Gold, einer der höchst dekorierten Wissenschaftler überhaupt weltweit, inzwischen verstorben. Der hat damals noch gelebt, dieses Buch Biosphäre der heißen Tiefe, und der rekurriert auf die russischen Erkenntnisse der 50er Jahre, wo Russland unter Stalin ein riesiges Forschungsprojekt gestartet hat, weil die Amerikaner die Russen nach dem Krieg nicht nach Kuwait und in die arabische Halbinsel gelassen haben, um den Industrieaufbau in Russland mit Energie zu versorgen. Und hat Stalin ein 5-Jahres-Forschungsprogramm gemacht und die russischen Wissenschaftler, da wurden also die besten Koryphäen zusammengeführt, haben dann rausgekriegt, dass diese Energien überhaupt nicht fossil sind, und seitdem holt man fleißig in Sibirien und sonst wo in ganz Russland, holt man Öl und Gas aus unerschöpflichen Rohstoffquellen unterhalb der Erdkruste, wo nie fossile Ereignisse waren. Und dieser Tatbestand ist in Schweden
untersucht worden. Man hat 2000 Meter unter die Erdkruste gebuddelt und hat da unten Öl und Gas gefunden. Und es gibt überhaupt keine einzige Ölquelle oder Gasquelle, die jemals geschlossen wurde. Und man weiß auch, die füllen sich wieder nach. So, das habe ich dann alles gelesen, war platt. Das hat für mich ein Weltbild zusammenstürzen lassen. Und dann habe ich gedacht, wie mache ich die Gegenprüfung? Weil ich bin ein Skeptiker, ich bin in der dialektischen Methode ausgebildet, ich habe Diamatkurse besucht und den historische Dialektik auch. Und da habe ich gedacht, jetzt musst du die Gegenseite anrufen oder dich an der Gegenseite informieren. Was habe ich gemacht in meiner Not? Ich habe den Chef von ESSO Deutschland angerufen. Habe gesagt, hier ist ein kleiner blöder Architekt vom Lande und meine Kunden, die wollen keine Ölheizung mehr haben. Und dann, wenn ich sie frage, warum, das ist doch so günstig und so schön, dann sagen sie, ja, nicht nur der Geruch, wir haben auch Angst, dass das Öl bald ausgeht. Und dann hat er schon angefangen zu lachen. Dann habe ich gesagt, ja, ich habe jetzt das Buch von Thomas Gold gelesen, der sagt, das ist gar nicht fossil und das ist doch alles ständig nachwachsende Rohstoffe aus unerschöpflichen Quellen im Erdinneren. Und unter hohem Druck und hoher Hitze und Einfluss von bestimmten Mikroorganismen bilden sich jetzt verschiedene, ich sage zum Spaß, Kondensatstufen. Öl, Gas oder Kohle bilden sich da heraus. Und nur Torf ist tatsächlich ein organischer Stoff. Alle anderen, Braunkohle, Steinkohle, ist also alles aus unerschöpflichen Erdgasquellen. Und dann frage ich diesen Chef von ESSO und sage, kennen Sie das Buch? Und dann sagt er, das liegt bei mir auf dem Nachttisch. Da war ich erst mal platt, weil ich habe gedacht, das ist so eine Sonderliteratur, das kennt außer mir doch fast niemand. Und dann habe ich ihn gefragt, ob es stimmt, und dann hat er mich bestätigt, es stimmt. Und dann habe ich ihn gefragt, warum ESSO das uns nicht verrät. Und dann hat er gesagt, das ist aber die Kommunikationspolitik, wird in Amerika gemacht. Und dann war für mich klar, wenn die Menschen wüssten, dass das unerschöpfliche Quellen sind, wie kann man eine so scheußliche Preispolitik am Markt dann verankern? Das kann man wirklich nur, wenn man den Leuten von der Regierung und von den Ölmonopolisten weismacht, dass das hier ein ganz knappes Gut ist, das noch am besten einer staatlichen Reglementierung und auf jeden Fall einer riesigen Besteuerung unterliegt. Und mit jedem Cent Ölpreissteigerung, da wird unser Staatssystem mit diesen korrupten Beamten unterstützt und die Bürger abgezockt. Aber da sind sich dann alle einig, die davon profitieren. Das ist das eine. Und wenn das die Leute wüssten, sage ich, die würden sich so einen Krampf wie Windradabzocke und Solarabzocke nicht gefallen lassen. Und ich versuche mein Bestes, aber wer liest schon so eine abseitige Webseite, sage ich mal. Ich habe unheimlich viele bestätigende Informationen inzwischen. Es gibt deutsche Forschungen, die kümmern sich um das Methanhydrat, das als Eis auf dem Meeresboden in reicher Hülle und Fülle vorhanden ist und abgebaut werden könnte. Es gibt also ganz viele Bestätigungen für diese Theorie. Und jeder kann sie selber prüfen, sage ich mal. Ebenso das hier. Du bist staatenlos. Heute werde ich ein Thema ansprechen, das Schmerzen verursacht, knöchrig, hölzern und schwer zu verstehen ist, wenn man sich mit diesem Teil der Geschichte noch nicht auseinandergesetzt hat. Es geht um die Frage der Souveränität Deutschlands und warum Millionen von Menschen in das fünf dicht besiedelste Land Europas eindringen und hier sich benehmen dürfen wie eine Horde wilder Affen. Der einheimische Michel zusehen darf, wie durch seine Steuergelder Containerdörfer, Sozialleistungen, Essens- und Einkaufsgutscheine und die unzähligen Sachbeschädigungen durch die Neubürger bezahlt werden. Ganz zu schweigen von den seelischen und psychischen Schäden der Frauen, die am eigenen Leib
Leib erfahren durften, was es heißt, von einer Gruppe Asylanten körperlich bereichert zu werden. Es wird dir nicht gefallen, aber ich muss dich da durchstoßen, durch das Schlachtfeld des Erwachens. Und das ist auch schon der Einstiegsmoment. Beginnen wir beim Ersten Weltkrieg. Vergiss am besten, was du in der Schule oder in schlechten Geschichtsbüchern gelernt hast. Jeder Krieg beginnt damit, dass die Wahrheit getötet wird und durch eine falsche Flaggeoperation ein Land die blutige Begründung erkauft, ein anderes Land überfallen zu dürfen. Die Brutkastenlüge 1990, die zum ersten Irakkrieg führte, der Zwischenfall von Tonkin im August 1964, der zum Vietnamkrieg führte, der Angriff der Japaner auf Pearl Harbor im Dezember 1941, der die Amerikaner bevollmächtigte, im Zweiten Weltkrieg mitzumischen. Nirgendwo ist zu lesen, dass die Amis die Japaner 1941 vollständig durch Sanktionen von der Weltwirtschaft abschnitten und somit das kleine bananenförmige Land regelrecht zwangen, sich aus dieser Fessel militärisch zu befreien. Kommt dir das bekannt vor? Und natürlich der Untergang der Lusitania im Februar 1917, der, so ein Zufall, mal wieder die armen Amerikaner total und volle Kante leider dazu nötigten, in dem Ersten Weltkrieg gegen das Deutsche Kaiserreich mitzuballern. Am 9. November 1918 verkündete Reichskanzler Max von Baden die Lüge von der Abdankung des deutschen Kaisers und König von Preußen Friedrich Wilhelm Viktor Albert von Preußen, genannt Wilhelm II. Die Unterschrift auf der Abdankungsurkunde von Wilhelm II. Ist eine plumpe Fälschung. Nichtsdestotrotz kam es am 11. November 1918 zum Waffenstillstand von Compiègne. Und ab hier wird es wichtig. Da nun das Deutsche Kaiserreich keinen Kaiser oder sonst irgendein Souverän, das heißt rechtmäßigen Führer hatte, gibt es bis heute keinen, mit dem die Kriegsgegner aus dem Ersten Weltkrieg einen Friedensvertrag hätten schließen können. Der Zweite Weltkrieg ist nichts anderes als die Aufnahme der Kriegshandlungen aus dem Ersten Weltkrieg oder einfach ausgedrückt ein Waffenstillstandsbruch aus dem Jahre 1918. Also kann der 2+4 Vertrag aus dem Jahre 1991 kein Friedensvertrag sein. Erstens würde Friedensvertrag draufstehen und zweitens kann ich keine 100 Euro Schulden machen, diese nicht zurückbezahlen, nochmals 200 Euro Schulden machen, diese zurückbezahlen und mich dann hinstellen und sagen, ich bin schuldenfrei. Der Friedensvertrag von Versailles aus dem Jahre 1919 war ein handelsrechtlicher Vertrag und somit völkerrechtlich nicht bindend. Auf dem Umschlag steht Treaty of Peace, also Vertrag des Friedens. Wäre es ein völkerrechtlicher Vertrag, würde dort stehen Peace Treaty. California State zum Beispiel ist der Bundesstaat Kalifornien. State of California. Die Firmen, also handelsrechtliche Bezeichnung. Ich könnte noch viel weiter in die Vergangenheit gehen, aber das reicht bis hierhin völlig aus, um zu verstehen, dass spätestens ab dem 28. Juni 1919 ja alles handelsrechtlich fortgeführt wurde. Ich überspringe Philipp Scheidemanns Rede und der Ausrufung der Republik und die traurige Aufstieg- und Fallgeschichte der Weimarer Republik, des Börsencrashs und der Hyperinflation von 1923, die damit endete, dass sich politische Kampfverbände auf den Straßen totschlugen. Kommt dir das vielleicht bekannt vor? Die Geschichte wiederholt sich. Und dann kam der Faschismus und erzählte uns am 5. Februar 1934 Verordnung über die deutsche Staatsangehörigkeit, Reichsgesetzblatt, Seite 85. Es gibt nur noch eine Staatsangehörigkeit. Die Reichsangehörigkeit. Davor hatten die Menschen nämlich noch die Staatsangehörigkeit in einem Bundesstaat, wie zum Beispiel Bayern, Preußen oder Schaumburg-Lippe. Nun wurde alles gleichgeschalten. Das war der erste Streich, doch der zweite folgte zugleich. Im Jahre 2010 wurde das Staatsangehörigkeitsgesetz 1913, BGB 1, Seite 1864, BGB Römisch 3, verändert. Und jetzt kommt's. Reichsangehörigkeit ist gleich unmittelbare deutsche Staatsangehörigkeit, ist beseitigt. Daraus folgt Paragraph 1. Deutscher im Sinne dieses Gesetzes ist, wer die Staatsangehörigkeit, also Staatenlosigkeit, besetzt. Ist ein bisschen schwer zu verstehen, lese es nach und du wirst Stück für Stück begreifen, du bist ohne Nachweis der deutschen Staatsangehörigkeit staatenlos, obwohl im Grundgesetz Artikel 16 drin steht, die deutsche Staatsangehörigkeit darf nicht entzogen werden. Du hast nicht mal den Status eines Ausländers. Das wäre ja noch cool. Dann könntest du in Deutschland Asyl beantragen und die vielen Vorteile einer Staatsangehörigkeit genießen. Deshalb die Rheinwiesenlager nach dem Zweiten Weltkrieg, wo infolge von Hunger und Durst 1,5 Millionen Menschen starben. Man wusste einfach noch schlichtweg nicht, wie man mit staatenlosen juristischen Personen zu verfahren hatte. Die Wehrmacht war eine Söldnerarmee, genau wie die heutige Bundeswehr. Wir. Dienen. Deutschland. Überleg dir ganz genau, warum da Punkte dazwischen sind. Die sind alle nicht so doof, wie sie rüberkommen. Auf deinem Personalausweis steht es doch ganz deutlich drauf. Ausweis. Das heißt, du kannst dich damit aus Deutschland ausweisen und in die Staatenlosigkeit driften. Du bist
Personal einer Firma Treuhand Verwaltungsgesellschaft Bundesrepublik, Res Publica, öffentliche Sache, und Frau Merkel, die Geschäftsführerin. Und sie kann sich doch aussuchen, wie viel neues Personal sie in ihre Firma lässt. Traurig auch, dass du als staatenlose, juristische Person kein Anrecht auf Eigentum hast, also die volle Herrschaft über die Sache. Steht in deinem Fahrzeug, Brief oder Schein irgendwo, dass du der Eigentümer bist? Suche danach, du wirst es nicht finden. Zahl 3 Jahre deine Grundsteuer nicht und du wirst sehen, wem das Haus gehört. Es gibt in Deutschland eine Meinungsfreiheit, nur eben für Deutsche, nicht für juristische Personen, die staatenlos sind. Deshalb kommt es auch zu Gefängnisstrafen, wenn ein Herr auf Facebook die Worte Flüchtling in Anführungsstrichchen setzt oder eine junge Frau über ihre Lehrerin herhetzt. Aus diesem Grund darf auch das Marsmännchen anordnen, Facebook auf unliebsame Aussagen und Meinungen zu durchsuchen und diese mit aller Härte zu bekämpfen. Männer und Weiber sind natürliche Personen laut BGB Paragraph 1. Herren und Damen, juristische Personen. Warum ist das alles so wichtig? In der neuen Weltordnung braucht man keine Menschen, die sich auf vom Schöpfer gegebene Rechte beziehen können. Dort muss alles handelsrechtlich über Verträge laufen. Und das geht am besten mit juristischen Personen. Die NWO will die absolute Geschäftswerdung der Welt. Menschen können eine unbegrenzte Haftung geltend machen. Personen nicht. Stell dir vor, du verkaufst Feuerwerkskörper und alle geschädigten Brandopfer von Silvesterunfällen könnten dich nach Naturrecht als Mensch verklagen. Du würdest auf dem Schafott landen. Deshalb gibt es eine Firma wie zum Beispiel die Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die für die Geschäftsführer keine Haftung mit Haus und Hof vorsieht. Und deshalb auch dieser Gender-Mindfuck. Alle sollen sich gefälligst gleich fühlen. Transsexuelle, lesbische Frauen, die in männlichen Körpern gefangen sind, mit Unisex-Toiletten wie in Ally McBeal propagiert, Herren, Innen und Frauen statt Weiber. Lars, wie hast du mich gerade genannt? Weib? Kommst du aus dem 18. Jahrhundert, du Macho? Nein, es heißt doch männlich und weiblich und nicht herrlich und dämlich. Vor Gericht heißt es in Sachen Müller gegen Schmidt, weil die beiden Parteien als Gegenstände aufgerufen werden. Und da juristische Personen kein Eigentum haben dürfen, kommt es auch vor, dass der Autohändler angezeigt wird von Frau Müller, weil dieser nachweislich nur Schrott verkauft hat und Autoverkäufer Schmidt nach der Niederlage 2500 Euro an das Gericht zahlt und Frau Müller mit leeren Händen nach Hause geht. Die halten sich schon. Hier und da jedenfalls mehr an Gesetze, als du glaubst. Im Grundgesetz Artikel 1 steht, die Würde des Menschen ist unantastbar, nicht die der juristischen Person. Es dürften auch nur Deutsche laut Artikel 116 Absatz 1 Grundgesetz wählen gehen und auch nur Deutsche gewählt werden. So viel zu gültigem Recht. EU-Abgeordnete haben alle eine nachgewiesene Staatsangehörigkeit. Wie sollten sie sonst als Mitglied eines Vereines über Staatenlose schalten und walten können? Dein Arzt hatte in der Woche seines Examens eine Staatsangehörigkeit, wurde ihm aber wieder aberkannt. War ja nur ein Gefallen von der BRID. Warum erzähle ich dir das alles? Ich will, dass du begreifst, dass die Menschen, die in dieses Land gelockt werden, alle eine Staatsangehörigkeit haben. Und da der BRID-Werkschutz mit der eingetragenen Wortschutzmarke Polizei nur für Personen, Sachen und Tiere zuständig sind, also für Staatenlose, haben diese auch keinen Zugriff auf die Asylantenheime oder Hassan B. aus dem Irak, der dein Handy geklaut oder deine Freundin vergewaltigt hat. Warum werfen die alle in einem hohen, schönen Bogen ihre Pässe alle weg? Erinnere dich an das Grundgesetz. Niemandem darf seine Staatsangehörigkeit entzogen werden. Und da er jetzt keine hat, kriegt er von der BRD-Administration einfach die deutsche Staatsangehörigkeit. Und zwar die, mit der er laut BGB und HGB Handel betreiben darf. Die kriegen auch nach SGB 12 Sozialhilfe und kein Hartz IV. Kann denn jemand, der nachweisen kann, dass er zur Firma BRD gehört, überhaupt arbeitslos werden? Also hör bitte auf, über die hiesigen Strukturen zu lästern und dich aufzuregen über Menschen, die bedauerlicherweise für dich über dir stehen. Du hast es doch selbst in der Hand, dir deine Staatsangehörigkeit zurückzuholen und keine Steuern, um dich zu Steuern zu bezahlen. Keine Einrichtung mehr, kein Maulkorb in der Öffentlichkeit, Versammlungsfreiheit, Recht auf Widerstand laut Grundgesetz Artikel 20 Absatz 4. Atme vielleicht nochmal tief durch, schlafe eine Nacht drüber und dann komm ins Handeln. Johann Wolfgang von Goethe hat gesagt, Erfolg hat 3 Buchstaben. Tun. Der Lösungsansatz. Auch wenn ich hier Gefahr laufe, mich ständig zu wiederholen, offensichtlich kann man die Wahrheit nicht oft genug aussprechen, denn der Schwachsinn wird jeden Tag gepredigt. Und du weißt, bei lang anhaltender Reizintention verringert sich die Reizintensität. Also schau bitte auf deinen Fernseher kein Verblödungs-TV mehr und lass auch gleich dein Radio aus, denn da kommt auch nichts Besseres.
Hör auf, dich wegen jedem kleinen Scheiß zu bemitleiden und anderen Menschen die Schuld für deinen Misserfolg zu geben. Wir sind alle Opfer in diesem miesen Spiel. Die einfachen Seelen, die mit falschen Versprechungen in dieses Land gelockt werden, um neue Energie in das System zu bringen, genauso wie du, der sich über diesen Mist aufregen soll. Entgifte dein Gehirn von negativen Gedanken und red dir nicht ein, dass du dieses oder jenes nicht schaffen kannst. Ja, es ist schwer, aber wenn es einfach wäre, könnte es ja jeder machen. Sag dir nie, dass du zu klein dafür bist. Die da oben sind klein. Wären sie groß, müssten sie uns doch nicht unterdrücken. Ständig hört man von der einen oder der anderen Seite, du wärst nicht wichtig für das System, aber das stimmt nicht. Die Reichen zahlen doch überhaupt keine Steuern, um diesen Wahnsinn hier zu finanzieren. Dein Chef braucht dich mehr, als du denkst. Wie sollte er denn sonst zu seinem Reichtum kommen? Wir haben es mehr in der Hand, als wir glauben. Warum unterbindet man wohl unseren Aufwachprozess und unsere Anbindung an das morphogenetische Feld mit Harp-Chemtrails und psychotronischen Waffen? Weil die genau wissen, wenn wir uns einmal richtig durch unsere Schwarmintelligenz verbinden, dann war's das für die. Hab keine Angst vor der Angst. Sie ist wichtig. Sie macht dich wach. Sie zeigt dir, dass du lebst und verhindert, dass du Fehler machst. Hol ein Bild deiner Urgroßeltern raus und schau es dir ganz genau an. Sie sind durch Blut, Krieg, Hunger und Elend gelaufen, damit du leben darfst. Willst du dieses Land und die gesamte Erde verrückten, alkoholkranken, pädophilen Psychopathen überlassen, die dich noch mehr in die Versklavung führen wollen? Also lass dir Eier wachsen, hol dir deine Staatsangehörigkeit zurück, arbeite gemeinsam mit allen an einem Friedensvertrag und an einer neuen Verfassung und lass dir nicht irgendeinen Scheiß von den Internet-Trollen erzählen, dass du damit eine Nazi-Angehörigkeit erwirbst oder du dann kein Recht mehr auf gar nichts hast. Sie müssen diesen Blödsinn in den Foren schreiben, weil dort die Heilung liegt. Und das ist nicht ganz so gut für ihre Arbeitgeber. Wir stehen kurz vor dem größten Knall der Finanz- und Wirtschaftswelt, den das Universum je gesehen hat. Und aus diesem Grund versucht die kasachische Mafia an jeder Ecke dieses Planeten den Dritten Weltkrieg zu entfachen, um den Zusammenbruch zu übertünchen und um 71 Jahre danach den Kindern im Geschichtsunterricht wieder die Lüge einhämmern zu können. Weil die Kulturen leider zu unterschiedlich waren und die Rassen sich untereinander hassten, 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 sich untereinander hassten. Sich untereinander hassen, sich untereinander hassen. Und für die Spatzen hier. Jesus, was jetzt kommt, ist ein bisschen harter Tobak. Aber Sie haben ja eben gesagt, Sie wollen da durch. Es ist nicht meine Schuld. Also was ist passiert nach dem Krieg? Jetzt gab es das Deutsche Reich. Das Deutsche Reich hatte ein Eigentum, es hatte ein Volk und es hatte Rechte. Die Maßnahmen der westlichen Siegermächte, ich möchte jetzt nicht über Schuld und Unschuld und all so eine Geschichten reden, lassen wir das alle mal, ich möchte nur die Fakten bringen, machen Sie selber ein Bild, vor allen Dingen, was man denn daraus machen kann. Das Eigentum wurde größtenteils beschlagnahmt, für Reparationen verwendet und enteignet. Das Resteigentum wurde eingeführt in Stammkapital einer sogenannten Bundesrepublik. Aus dem Volk wurde Personal. Nehmen Sie das bitte wörtlich, und wer von Ihnen Deutscher ist, der holt sich jetzt seinen Ausweis rauf und der wird lesen Personalausweis. Sie sind damit Angehörige dieser Firma. Das ist jetzt kein Witz, das ist blutiger Ernst. Wir haben nämlich keine Personenausweise, die unsere Identität zeigen, sondern wir haben Firmenausweise. Wir gehören zur Firma Bundesrepublik Deutschland. Weil wir Idioten uns haben dazu machen lassen. Rechte. Die Rechte sind abgeschafft worden. Und Verwaltungsrechte, denn die haben nur Verwaltungsfunktionen. Die Bundesrepublik Deutschland steht doch im Grundgesetz Artikel 138 und eine Wirtschafts- und Verwaltungseinheit. Es gibt nur Verwaltungsorgane. Also es gibt kein staatliches Recht mehr. Und dieses staatliche Recht wird überall in Europa abgeschafft. Das ist der Sinn des Lissabon-Vertrages, meine Damen und Herren. Und deswegen wird die bundesdeutsche Regierung, die ich gerne nicht gerne als Deutsche bezeichne, weil sie ist keine, sie ist alles Mögliche, nur keine deutsche Regierung, die wird die Vorreiterrolle spielen. Weil die haben in der Einführung des Privatrechts die meisten Erfahrungen, wie man das macht, wie man das den Völkern überhilft. Gleichzeitig kommen sie aus ihrem eigenen Legitimationsdebakel heraus. Deswegen sind es die größten Verfechter des Lissabon-Vertrages. Der, wenn er umgesetzt wird, und das wird spätestens Ende 2009, Anfang 2010 sein, alle Rechtstexte deuten darauf hin, dass die diesen Prozess überall in Europa bis dahin abgeschlossen haben werden. Wenn wir das zulassen, bedeutet es die Versklavung und Verknechtung ganz Europas. Und das hier auch. Seid erneut hörnlich willkommen zu einem weiteren Video von LRP.
Heute geht es darum, dass ihr euren Grundschulabschluss endlich mal nachholt, ja? Den hat ja keiner von euch, weil keiner von euch auf Groß- und Kleinschreibungen mehr achtet und sowas, ja? Das ist ja alles außerhalb der alltäglichen Sphären und deshalb holen wir jetzt einfach mal den Grundschulabschluss nach, ja? In der Grundschule lernen wir, dass Groß- und Kleinschreibung eine Bedeutung hat, ja? Großschreibung betrifft immer Sachen und Kleinschreibung immer Lebendiges. Das lernt man in der 4. Klasse oder 3. Klasse. So, und wenn wir das jetzt einmal auf die Rechtskapazitäten anwenden, die es für Deutschland gibt, dann findet man ja heraus, dass es ziemlich viele Rechtskapazitäten gibt, die Deutschland sind. Sagen wir so, es gibt ungefähr 20 Rechtskapazitäten, die suggerieren, sie wären die Bundesrepublik Deutschland. Nun gibt es rein faktisch 4-mal die Bundesrepublik Deutschland und dazu gibt es noch mehrmals die Bundesrepublik und auch noch Deutschland separat, dazu gibt es Germany, ja, alles schön aufgelistet hier. Wenn wir uns auf das Abbild konzentrieren, dann erkennen wir ja, dass es hier verschiedene Kapazitäten gibt. Einmal auf Länderebene gibt es eine Bundesrepublik Deutschland, die wird sichtbar über die internationale Geburtsurkunde, ja, dort wird der Staat in Fett gedruckt mit Bundesrepublik Deutschland angegeben, ja, und die ersten beiden Buchstaben jeweils groß. Wenn ihr auf euren Personalausweis schaut, werdet ihr feststellen, dass dort Bundesrepublik Deutschland in Großbuchstaben steht und in Fett. Das ist dann natürlich eine andere Rechtskapazität als die von der internationalen Geburtsurkunde. Auch gilt das Grundgesetz nicht für die Bundesrepublik Deutschland, welches das Mandatsgebiet der deutschen Länder ist. Also das Grundgesetz gilt nicht für die Bundesrepublik Deutschland von der internationalen Geburtsurkunde, sondern das Grundgesetz gilt eben nur für die Bundesrepublik Deutschland aus dem Bund, und zwar für alle drei Kapazitäten. Ja, das Originalgrundgesetz, das kann man ja ganz leicht nachverfolgen, ist für die Großbuchstaben Bundesrepublik Deutschland ausgelegt. Da gibt es eigentlich nicht viel drüber noch zu erzählen, ja, weil das offenkundig ist, ja. Und der Unterschied zwischen dem Völkerrechtssubjekt Deutschland in Fettdruck und Deutschland in Normalschrift ist da hier auch offengelegt, ja. Deutschland in Normalschrift ist Germany und Germany ist das Mitglied 133 bei den Vereinten Nationen, ehemals die DDR. Und das beweist ja wiederum, dass die DDR weiterhin existent ist, ja, und zwar auf dem Gebiet, auf dem Territorium von Berlin-Mitte. Zu seiner Zeit hat sich nur die Volkskammer dazu entschieden, der Bundesrepublik Deutschland beizutreten, also dem Bund, ja, weil die DDR ist ja Ausland gewesen. Ja, für Bund und Länder ist die DDR Ausland. Wenn ihr jetzt nach Berlin-Mitte fahrt, seid ihr faktisch im Ausland, weil das die DDR ist. Da ja nur die Volkskammer beigetreten ist, aber nicht die Regierung, ist der Regierungsbezirk natürlich weiterhin Ausland. Und solange die DDR existiert als Berlin-Mitte oder als Germany, kann es kein vereintes Deutschland geben, weil die Berlin-Mitte als Ausland blockiert das gesamte Berlin. Normal müsste Berlin-Mitte sich integrieren in das Land Berlin oder in die Stadt Berlin. Da das aber dieses Konstrukt nun mal hergibt und Berlin-Mitte eine Insel ist, ist es auch unklar, ob das jemals eintritt. Wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass das Völkerrechtssubjekt Deutschland in Fettschrift natürlich das Deutschland ist, was die weiße Flagge trägt. Alle anderen Kapazitäten sind eben schwarz-rot-gold. Und jetzt gibt sich ja die Situation, dass in den Gesetzen die Rede ist von der Allgemeinheit. Die Allgemeinheit ist die freie Menschheit, die über den Rufnamen erkannt wird. Ja, also jedes Individuum kann über die Allgemeinheit und den Rufnamen als Mensch erkannt werden vom System. Die Allgemeinheit wird ja in deutschen, bundesdeutschen Gesetzen und im Grundgesetz erwähnt. Das Grundgesetz ist aber nur für die Bundesrepublik Deutschland der Bundseite geltend. Und rein faktisch ist die Allgemeinheit die Bundesrepublik Deutschland in Fett gedruckt. Ja, also die Allgemeinheit in deutschen und bundesdeutschen Gesetzen und im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland, Bundesrepublik Deutschland und Bundesrepublik Deutschland ist die Bundesrepublik Deutschland in Fettdruck. Diese Rechtskapazität ist das Mandatsgebiet der Einzelstaaten und diese Einzelstaaten sind die Rechtsnachfolger von den Staaten von 1850 oder 1848.
ja, die das erste Deutsche Reich gegründet haben. Und das ist, wo wir hin müssen, wenn wir denn frei leben möchten. So, und jetzt hängt natürlich das Völkerrechtssubjekt Deutschland unmittelbar mit der Bundesrepublik Deutschland in Fettschrift zusammen. Diese beiden Rechtskapazitäten sind zu Nutzen von uns. Und wenn ihr einen Personalausweis mit euch führt, ja, mit Bundesrepublik Deutschland in Großbuchstaben, dann seid ihr Auftraggeber für die sogenannte Kulturbereicherung. Also müsst ihr erkennen, wie wichtig es ist, dass ihr diesen Dreck loswerdet und über die internationale Geburtsurkunde, ja, hier dem richtigen Staat mit der Staatsangehörigkeit Bundesrepublik Deutschland, ja, man höre, die richtige Staatsangehörigkeit ist die Bundesrepublik Deutschland in Fett. Und das muss eben in die Pässe eingetragen werden. Das Problem ist, dass viele Patrioten einfach zu dämlich sind zu lesen. Ja, ihr erkennt ja nicht mal den Unterschied zwischen Großbuchstaben und Kleinbuchstaben. Ja, das ist natürlich eines der großen Probleme hier. Und die Patrioten gehen ja davon aus, sie wären Rustak-Deutsche. Aber wie ihr seht, sind auch die Rustak-Deutschen auf der Seite des Bundes. Aber ihr müsst auf die Seite der Länder kommen. Ja? Die Patrioten wollen immer irgendwas im Bund erreichen. Eine deutsche Reichsstaatsangehörigkeit. Ja? Sowas Irrsinniges. Also jetzt auch mal ein Ratschlag an die Patrioten. Ja? Fangt doch mal an zu denken, wie man dazu gelangt. Vielleicht ein anderes Mal. Ja? Erstmal ist wichtig zu verstehen, dass wenn ihr Inhaber und im Besitz einer Inhaberschuldverschreibung seid, also eines Personalausweises oder Reisepasses von der Bundesrepublik Deutschland in Großbuchstaben, habt ihr die Arschkarte gezogen, ja? Und sollt langsam mal verstehen, dass ihr euch damit selbst die Mörder ins Land holt. Gelber Schein? Ja oder nein? Die kontroversen Diskussionen um den Staatsangehörigkeitsausweis, den sogenannten gelben Schein, reißen nicht ab. Obwohl die Organisation Bismarcks Erben sich vorrangig an all diejenigen wendet, die die Desinformationen, Verleumdungen und auch bewusst angebrachte Lügen, die in dieser Diskussion zum Einsatz gebracht werden, bereits durchdrungen haben, wollen wir heute allen Wahrheitssuchenden eine faktenbasierte Entscheidungshilfe liefern, damit ein jeder sich die Frage »Gelber Schein, ja oder nein?« selbst beantworten kann. Damit verbindet sich der innigliche Wunsch, dass die endlosen Diskussionen nun enden, weil sie einzig und allein dem Zweck, Deutsche gegen Deutsche aufhetzen und sie spalten, dienen. Das Thema ist komplex und daher haben wir es wie folgt gegliedert. Erstens: Nazischein, wertloser Schein oder Erbschein? Zweitens: Historische Betrachtung der Staatsangehörigkeit in deutschen Landen. Drittens: Die heutige Rechtslage. Viertens: Zwei Versionen des gelben Scheins. Fünftens: Was die Verwaltung bescheinigt. Sechstens: Wirkung des Staatsangehörigkeitsausweises gemäß Rustak. Siebtens: Braucht man den gelben Schein? Achtens: Warum man den Feststellungsantrag gemäß Rustak nicht stellen sollte. Neuntens: Welchen Vorteil bringt mir der gelbe Schein? Und zehntens: Weiterführende Informationen zum gelben Schein. Futter für die Spatzenhirne.
ganz wertvolle Informationen. Teilen auch Christa Jasinski mit ihrem Mann über seine Tagebücher. Und ich habe jetzt gerade vorletzte Woche ein Hörbuch mir mal runtergeladen. Und da werden auch so viele Informationen preisgegeben, ja, bezüglich der Chemie zum Beispiel, was sie mit uns macht und wie weit fortgeschritten sie zum Beispiel schon ist und für was sie so verwendet wird. Ja, vielleicht können einige nachvollziehen, wieso ich meinen Job an den Nagel gehängt habe. Ja, aber hört doch selbst. Ich hatte ja schon mal erwähnt, dass wir das Rad nicht neu erfinden müssen. Es gibt so viele neue Erfindungen. Ihr müsst einfach nur mal selbst ein bisschen recherchieren. Unter anderem ganz alte Dinge schon. Ja, wie manche oder einige wissen, gab es schon E-Autos, schon viel früher. Oder was ich jetzt gerade vorhin beim Durchstöbern der Festplatte wieder entdeckt habe, so eine, ja, was vom Militär auch getestet wurde, war so ein Martins-Teil, also so ein Martins-Rad. Tue ich dann auch nochmal hier einblenden. Echt ganz interessant, was sie damals so gemacht haben. Hat es euch gefallen? Hinterlasst einen Daumen hoch, abonniert den Kanal. Danke für eure Aufmerksamkeit.